So, hallo und herzlich willkommen zum Corona-Buchclub. Ich bin nicht der Dennis Scheck, sondern ein anderer Liebhaber der hohen Kunst der Literatur und freue mich, Sie heute zu einer Sonderausgabe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist heute der berühmte Autor und Theaterregisseur Tenzin Quarantino. Tenzin Quarantino ist uns heute zugeschaltet aus seinem Homeoffice. Und deshalb sage ich jetzt vielen Dank und herzlich willkommen, Tenzin Quarantino. Hi. Herr Quarantino, Sie gehören zu den profiliertesten Autoren und Theaterregisseuren unserer Zeit. Wie ist Ihr Blick auf die jetzige Krise? Ich liebe es. Ich kann viele Filme schauen und Bücher lesen, die schon sehr lange bei mir rumliegen oder auf meiner Liste stehen. Außerdem bekommen meine Wife und meine Kids jetzt viel mehr Attention von mir. Ah ja, das klingt nach einem sehr glücklichen Dasein. Aber sind es nicht gerade diese Krisenzeiten, die Künstler zu ungeahnten kreativen Ergüssen führen? Oder so gesagt, ist es nicht gerade das Chaos und die Gegenwart des Todes, die gewissermaßen der Dünger sind, durch den künstlerische Gewächse besonders gut sprießen können? Nein, ich bin einfach froh, dass ich zu Hause sein kann und nicht immer so viel in eine Bahn oder in ein Flugzeug sitzen muss. Ah, ja, das verstehe ich sehr gut. Also die Mobilität scheint ja in unseren heutigen rastlosen Zeiten so etwas wie eine Ersatzreligion geradezu geworden zu sein. Aber gibt es nicht auch existenzielle Sorgen, die Sie in diesen Zeiten umtreiben? Wie sieht's bei Ihnen finanziell aus, wenn die Frage erlaubt ist? Alles okay. Sie bekommen weiterhin Geld von Ihrer Filmproduktionsfirma. Das freut uns natürlich für Sie. Und sicherlich rechtfertigt Ihr Arbeitsaufwand im Homeoffice oder sollte ich sagen im Home-Atelier diese Summen ja auch im vollen Umfang, oder? I don't know. Letzte Woche gab es bei Aldi ein PlayStation 4 im Angebot. Da bin ich um 7 aufgestanden, um eine zu bekommen. Sonst schlafe ich im Moment ziemlich viel aus und mache Pancakes zum Frühstück. Ah ja, der Künstler versteht zu leben, ja. Aber ist dieser Genuss für Sie ein Weg, Zugang zu Ihren schlummernden kreativen Ressourcen zu bekommen? Sozusagen nach dem Motto, zuerst einmal Mensch sein, um Künstler werden zu können? Nein, ich esse einfach gerne Pancakes. Aber der Pancake, was bedeutet der für Sie? Der kann ja im Universum eines Tenzin Quarantino, kann der nicht einfach ein Pancake sein? Well, es ist Mehl, Zucker, Milch und Eier. Gut, natürlich, aber metaphysisch. Also was leitet sich jetzt vom Pancake? Also wie steht der Pancake jetzt inhaltlich schöpferisch zur Krise? Er steht nicht, er liegt. Und nach 2-3 Minuten, you have to flip it over. It's not so easy. Damit er nicht anbrennt, ja. Aber welche Gefahren sehen Sie jetzt außerhalb des Anbrennens in Ihrer Pfanne, sozusagen außerhalb Ihrer privaten Pfanne jetzt in Bezug auf Corona? Yes,
Stay at home, don't do anything silly, don't Tinder, don't party. Ja, herzlichen Dank für diese abschließenden Worte zum Thema, Herr Quarantino. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sondersendung des Corona-Buchclubs. Ich wünsche Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und sage Tschüss, gute Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Wer sich die Musik erkiesst, hat ein Himmelsch gut gewonnen,
One, two, three, four. A wimmowe, 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 a In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't feel my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear my darling, the lion sleeps tonight. I'm on my way.